So, wir sind wieder zurück. Jetzt schauen wir mal. Ich habe vorher Eiktür besiegt. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe irgendwo die Trophäe. Hier ist die Eiktür-Trophäe. Die bringe ich jetzt mal zum Runenkreis. Ich wollte vorher bloß noch schnell was essen. Und dann geht schon los. Einmal hier und einmal die Bären. Dann rüsten wir den Bogen aus, falls wir noch Hirsche finden auf dem Weg dahin. Wie man sieht, er hat hier nicht recht viel Damage gemacht, aber schon ein bisschen. Also die Zäune sind jetzt nicht unbedingt der beste Schutz, wenn man gegen ihn kämpft. Oh, jetzt schauen wir gleich mal, was der Rabe will. Kehre mit deiner Wächtertrophäe zu den Opfern. Ja, das hatte ich jetzt eh vor. Sehr gut. Okay, dann laufen wir mal dahin. Ich wollte dann später noch probieren, wenn ich nochmal Trophäen drauflege, ob der dann immer wieder kommt. Ob man sich mehrere Trophäen von dem holen konnte. Normalerweise Himbeeren bräuchte ich auch ganz dringend für die Schweine, damit die zufrieden sind. Und ich bin auf der Suche nach Bienenstöcke, beziehungsweise die Königinnenbienen, damit ich mehr Bienenstöcke bauen kann. Leider kein Hirsch jetzt auf dem ganzen Weg. Mein Wildschwein. Ich sag jetzt mal lieber kein Gräuling, weil die tauchen dann wieder auf. Wenn man sie am wenigsten braucht. Oh, haben wir hier einen Hirsch. Aber da ist jetzt mit den Bäumen, ist der gut verdeckt und der hat mich schon entdeckt, deswegen. Oh, da waren gleich mehrere. Schade, schade. Und wenn man davon spricht, da hinten schon wieder ein Gräuling. Kommt natürlich gleich her. Zwei Pfeile. Schade, die Hirsche hätte ich jetzt gern mitgenommen. Aber vielleicht sehen wir nochmal welche auf dem Weg zum Runenkreis. Schon sind wir da. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich meine Trophäe abgebe. Es müsste ja dann die hier sein. Gegenstand annehmen. Oh. Okay. Kraft aktivieren. Der Rabe ist auch wieder da. Reden wir mal mit ihm. Dein nächstes Ziel befindet sich im Schwarzwald. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet und birg die dort befindlichen verlorenen Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Oh. Hört sich ja super an. Okay, und was kann man jetzt hier machen? Lüfte aktiviert. Was verändert. Registriere Ort. Ah, sehr schön. Jetzt wird mir auf der Karte angezeigt. Kann ich das mit dem zweiten? Das müsste ja dann der hier sein. Oh, der schaut riesig aus.
mal in Ruhe schauen. Okay. Lesen. Benötigter Gegenstand fehlt. Ist doch klar. Okay. Ich habe jetzt hier unten dieses Zeichen. Ich weiß aber jetzt nicht. Ah, da muss ich gleich schauen. In den Einstellungen. Wegen meiner Tastenbelegung. Wo ist die Wächterkraft? Seit einmal hier den Countdown. Jetzt habe ich hier 20 Minuten Superkräfte. Schauen wir mal. Ob es irgendwas bringt. Das scheint jetzt minimal, dass ich weniger Energie verbrauche, aber ist jetzt noch nicht der Hit. Oh, hier haben wir Rehe, habe ich sie natürlich wieder aufgescheucht. Also das heißt, der nächste Weg ist dann in den Schwarzwald. Momentan, wie man auf der Karte sieht, bin ich im Auenwald. Jetzt muss ich schauen, wo denn... Was jetzt hier, wenn man rausscrollt bei der Karte, sieht man mal, wie riesig die überhaupt ist. Und ich spüre jetzt schon ein paar Stunden und habe jetzt gerade mal den kleinen Bereich so einigermaßen erkundet. Da ist nur einiges möglich auf alle Fälle. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber der Schwarzwald müsste dann jetzt hier sein. Ich schaue dann, sobald ich zu Hause war und nochmal aufgestockt habe. Beziehungsweise versuche ich ein paar Sachen Upgrade zu machen. Sehr schön, Skill wieder verbessert. Steine, wenn es geht. Hier ist mein Bienenstock, den können wir mal schauen. Oh, man kann schon ernten, sehr schön. Zwei Honig. Bienenstock überprüfen, die Bienen sind glücklich. Also die brauchen anscheinend einen Platz. Ich wollte sie vorher an die Wand stellen, das hat ihnen gar nicht gefallen. Dann habe ich sie wieder umgestellt. Wildschweine, nein, geht's gut, sie brauchen auf alle Fälle Himbeeren. Wie ich sehe, haben die alle nichts mehr zum Essen. Ja, das kann ich später machen. So, ich habe immer hier beim Lager, jetzt bis auf hier vorne, ich habe immer im Lager ein bisschen Holz so rumliegen, dass ich einfach aufsammeln kann, dann geht es einfach schneller. Schauen wir mal, als erstes immer alles reparieren. Und dann schauen wir mal, was ich upgraden kann. Was auch Sinn macht. Also der Bogen auf alle Fälle, weil mit dem bin ich momentan viel unterwegs. Die Feuersteinaxt immer zur Sicherheit. Und dann war es das schon wieder. Ich werde jetzt hier ein paar Sachen ablegen, wenn es geht. Na, wobei die Federn würde ich gern behalten und noch Pfeile machen.
Geweih, Stück Stabilisierung. Hat das bis jetzt noch nicht. Nehmen wir hier mal mit, damit ich mir wieder bessere Kleidung machen kann. Okay, das Harz packe ich dabei mal weg. Den Ding auch. Das Holz werde ich mir dann wieder nach dem Upgraden vorne hinschmeißen. Schauen wir, ich brauche auf alle Fälle. Oh, ich habe keine Feuersteine. Ich hoffe, ich habe hier noch welche. Ich muss jetzt nicht wieder welche suchen. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Ich habe hier alle möglichen Scheiß, aber keine Feuersteine. Ja, das ist spitze. Dann werde ich mir jetzt erstmal meine Kleidung machen. Auf alle Fälle den Brustpanzer habe ich schon. Ich brauche die Lederhosen noch. Und dann natürlich gleich anziehen. Dann den Lederhelm mache ich jetzt zum ersten Mal. Mal schauen, ob er was bringt dann im Kampf. Eine Geweihspitzhacke. Oh, sehr schön. Damit kann ich endlich Felsen brechen. Die Geweihspitzhacke. Also man braucht einmal ein hartes Geweih und 10 Holz. Aber gut, Holz ist ja... Dann schauen wir gleich mal, ob ich die upgraden kann. Nein, leider nicht. Okay, die normale Hacke, die haben wir. Hammer habe ich auch. Keule habe ich jetzt ganz selten nur benutzt und Pfeile muss ich mir jetzt erst wieder ein paar Feuersteine sammeln. Okay, dann packe ich das da wieder weg, damit ich genug Platz habe hier. Wobei es jetzt langsam schon wieder eng, ja, wobei hier. Ah, den Honig nehme ich jetzt mal mit als Nahrungsmittel. Mal schauen, was der bringt. Leder kann ich hier ablegen. Holz und Stein schmeiße ich wieder draußen. Und das Fleisch. Einfach so rein. Sehr gut. Dann habe ich hier... Oh, er ist wieder hier, um zum Sprechen. Der Schwarz ist ein Mineral in seinem Boden, birgt Kupfer. Und am Strand des Ozeans findest du Zinnvorkommen. Der Erde für deine Zwecke. Oh, sehr gut. Jetzt wird es dann auch langsam mal interessant, wenn jetzt dann immer mehr Sachen kommen. Das Holz schmeißen wir jetzt einfach mal hier hin. Den Stein auch, damit ich einfach wieder hier ein bisschen mehr Platz zum Zusammenpacken habe. So, ich werde jetzt ein paar Feuersteine sammeln, Pfeile herstellen. Schauen, ob ich noch was upgraden kann und dann geht's auf in Schwarzwald. Bis dahin, viel Spaß!